erlebt die 19-jährige Cheyenne Ashley Tiffany mit ihren drei Kindern Marc Jerome, Tom Henrik und Jacqueline. Im Leben von Cheyenne hat sich einiges geändert. Die Wohnung hier ist weniger teuer als den alten. Deswegen habe ich mir gleich alle Staffeln von Berlin Tag und Nacht und Netflix geholt. Die positive Entwicklung in Cheyennes Leben wirkt sich auch auf ihre Kinder aus. Nur Marc Jerome hat nach wie vor große Probleme in der Schule. Marc Jerome langweilt sich in der Schule. Deswegen habe ich ihn auf Hyperintelligenz testen lassen. Leider kostet so ein Test 9 Euro und die sind ja schon für Netflix draufgegangen. Marc Jerome, nicht an die Haut von die Oma ziehen! Nein, mach die Oma ein! Mach die Oma ein oder ich mach dich auch! Während unserer Dreharbeiten klingelt es plötzlich an der Tür. Das wird Tom Henrik ihm sein Geburtstagsgeschenk. Jacqueline, nicht bei uns Klingelstreich! Mach das bei die Assis! Ich denke, das war nicht Jacqueline. Weil... Bestimmt ein Ex, der will wieder Kindergeld. Ja? Frau Ashley Cheyenne? Ja? Polizei Wesselburen. Ja? Darf ich kurz reinkommen? Ich habe kurz was mit Ihnen zu besprechen. Heute geht nicht. Ich habe meine Tage. Wie meinen Sie das? Kleiner Joke. Kommen Sie rein. Aber ziehen Sie bitte Ihre Schuhe aus. Ich habe vor 10 Wochen gewischt. Ich habe vor 10 Wochen meine Schuhe geputzt. Das passt doch. Cheyenne Ashley Tiffany ist sichtlich nervös und fragt sich, was der Polizist von ihr möchte. Ich frag mich, was der Polizist von mir möchte. Ich sage jetzt gleich, was ich von dir möchte. Was möchten Sie von mir? Ich sage Ihnen, was ich von Ihnen möchte. Ihre Nachbarin, Frau Blauberg... Frau Blauberg ist eine Assige. Sie lügt, wenn sie nur den Mund aufmacht. Aber das ist auch nicht das Einzigste. Einzige. Einzigste gibt's nicht. Ja, eben. Und zwar, Ihr Vermieter hat uns heute Morgen erzählt, Sie haben seit 4 Monaten die Miete nicht bezahlt. 10 Monate habe ich nicht bezahlt. Ist Ihr Vermieter dann auch ein Lügner? Ja, scheinen alles Assis zu sein. Nein, jetzt nicht Tom Henrik. Ach, ist der Kleine aber goldig, ne? Nein, nein, du darfst jetzt kein Buch lesen. Geh weiter Minecraft spielen. Halt deine Fresse, hier unterhalten sich Erwachsene. Mein Gott, der Ärmste. Können Sie das nicht ein bisschen netter zu ihm sagen? Lieber Tom Henrik, du liebes Kind, bitte halt jetzt deine Fresse! Irgendwie komisch, wie der Polizist reagiert hat, als ich den Kleinen erzogen hab. Außer dem Käse im Kühlschrank, dem Brot und das Milch ist hier noch irgendwas anderes faul. Am liebsten würde ich den Kleinen Tom Henrik mit nach Hause nehmen. Was denn nun los? Pussy-Alarm? Erkennst du mich denn nicht wieder, Cheyenne? Ich bin's, der Dieter! Haha, habe ich mir natürlich alles nur ausgedacht, damit ich den kleinen Tom Henrik weg aus dieser schlimmen Familie schaffen kann. Hier, Mr. Brain. Tüttenfete bei Bauer Reinhardt, 2007. Wir beide auf dem Misthaufen. Oh. Scheiße. Sag lieber Misthaufen. Klingt romantischer. Ich wusste, dass irgendwann der leibliche Vater von Tom Henrik hier auftauchen würde. Hoffentlich will er keine Kohle, sonst muss ich Netflix kündigen. Bitte lass den kleinen Tom Henrik bei mir wohnen. Ich verspreche, er darf auch jeden Abend Minecraft spielen. Tom Henrik ist mein Sohn und mein Sohn bleibt hier bei mir. Bitte. Ja gut, dann nimm ihn halt mit. Der Plan des Polizisten scheint aufzugehen. Er gibt sich als Vater des Kindes aus und versucht so, den Kleinen aus den schlimmen Verhältnissen zu holen. So, das macht dann 120 Euro. Hä, was? Tom Henrik kostet 120 Euro. Warum ausgerechnet 120 Euro? Ein Jahr Netflix. Sag mal, sind Sie dann total behämmert? Du? Tom Hendricks ist mein Sohn. Dabei ist er gar nicht mein Sohn. Deshalb will ich ihn auch umsonst. Also zumindest mal stark reduziert. Tja, keine 120 Euro, kein Tom Henrik. Naja, ich hab's probiert. Scheiße. Vielleicht mach ich's so. Ich adoptiere die Cheyenne, dann hat die nämlich mal einen lieben Baba. Hat sie bestimmt nicht gehabt. Und der Tom Henrik, der hat einen geilen Opa. Hier, Mr. Brain.
Jo, Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank auch an Martin, dass du mitgemacht hast. Gern. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Es hat fast jedem Spaß gemacht. Richtig, außer dem Kameramann. Der hat eiskalte Hände. Klickt mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr viele lustige Videos von Martin auf seiner Facebook-Seite. Und bist du bei uns, du blödes Auto? Wir sehen uns, War eine schöne Frau drin. Komm, schnell. Ciao.